Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und der Inhalt des Buches ist ohnehin ziemlich fragwürdig. Und im Kapitel Genetik steht nur noch Scheiße. Das muss man vorher dazu sagen. Ansonsten kann man es nicht vorlesen. Danach noch in den Spiegel gucken. Ich wasche mich außerdem regelmäßiger, seitdem ich das vorlese. So, Kapitel 5 Genetik 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Und das ist der siebte Absatz. Was den höheren Einfluss getrennter Umweltfaktoren bei Erwachsenen im Vergleich zu Kindern angeht, so kamen beide Meta-Analysen jedoch zum selben Ergebnis. Tatsächlich gelangen beide Untersuchungen in Bezug auf Erwachsene zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. Es ist die Population der Kinder, die den Unterschied ausmacht und die meta-analytische Einschätzung bei Ferguson 2010 aufbläht. Fasst man beide Meta-Analysen zusammen, so ließ sich daraus schließen, dass der genetische Einfluss bei Erwachsenen bei rund 0,40 liegt, der Einfluss gemeinsamer Umweltfaktoren bei ca. 0,10 und jener der getrennten Umweltfaktoren bei rund 0,50. Zumindest bei Kindern wäre ein sehr viel höherer genetischer Einfluss denkbar. Wie gesagt, da steht nur Scheiße drin. Und dass die Zahlen frei erfunden sind. Und es geht hier immer um Korrelationen. Das sind Zahlen zwischen minus 1 und 1. Weiß ich leider auch ganz genau. Tschüss. Später.